aus, wie immer einen Podcast machen wollen. Und dann würde ich sagen, Nina, können wir auch schon starten? Kannst du uns einmal ja so eine Einführung geben in das Thema Wisent? Was ist der Wisent? Ja, was ist der Wisent? Kurz gesagt, Wisente sind Rinder. Unter den Rindern ist aber der Wisent was ganz Besonderes. Zum einen, weil der Wisent die letzte freilebende Wildrinderart in Europa ist. Und zum anderen auch, weil der Wisent Europas größtes und schwerstes Landsäugetier ist. Denn Wisente werden bis zu 3 Metern lang. Die Schulterhöhe kann bis zu 1,90 Meter hoch werden. Und ganz besonders gut genährte Bullen, zum Beispiel in Gehegen, dort, wo sie einfach gut gesundheitlich untersucht werden, wo sie sich nicht besonders für ihr Essen anstrengen müssen, da werden Bullen sogar bis zu 1 Tonne schwer. Das heißt, sie können auf der Waage es locker mit einem Kleinwagen aufnehmen. Okay, also sehr, sehr große Tiere. Wenn ich jetzt hier hinter mir den Wisent sehe, dann denke ich natürlich erstmal so auf den ersten Blick an Amerika, an den amerikanischen Bison. Kannst du uns nochmal erklären, was der Unterschied ist? Und ich würde dafür auch einmal eine Abbildung zeigen. Gerne. Solange es lädt, also Wisent und Bison sind natürlich eng verwandt. Beide gehören zu den letzten Vertretern der Gattung Bison. Und dadurch sehen sie sich natürlich im Erscheinungsbild auch sehr ähnlich. Und es braucht ein bisschen Expertenwissen, um sie auseinanderzuhalten. Aber ich verrate euch so ein paar Merkmale, durch die man sie eigentlich ganz gut unterscheiden kann. Also zum Ersten, wie man hier auf dem Foto auch sieht, sind Wisente schlanker und etwas hochbeiniger. Das liegt daran, dass zum Beispiel der Kopf des Bisons breitstirniger und massiver ist. Die Hörner sind stärker, der Brustkorb ist kräftiger und auch die Haare dort an der Vorderpartie des Körpers sind länger und mehr gekräuselt, was ihm nochmal eine zotteligere Erscheinung gibt. Bei beiden ist dieser Buckel sehr ausgeprägt, wie man hier sieht. Der besteht bei beiden übrigens aus Knochenfortsätzen und Muskeln und nicht wie beim Kamel aus Fett. Was aber allerdings am Wisent gut zu erkennen ist, dass die Rückenlinie eher geradlinig und S-förmig ist und beim Bison fällt sie eher nach unten gespannt ab. Und ja, das ist so mit das Haupterkennungsmerkmal, wodurch man sie unterscheiden kann. Okay, danke, Lina. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal einen in freier Wildbahn sehen oder im Wildtiergehege. Aber was mich noch interessieren würde, ist so das Besondere beim Wisent. Die haben ja so eine interessante Geschichte eigentlich in Europa hier. Ja, also neben dem beeindruckenden Erscheinungsbild, was ich einfach toll finde, ist die Geschichte wirklich sehr besonders. Früher, so im frühen Mittelalter, lebten die Wisente eigentlich noch fast in ganz Europa, auch in Deutschland übrigens. Also sie gehören zu unserer heimischen Artenvielfalt. Und dann durch den Verlust ihres Lebensraums, aber auch durch Jagd und Wilderei, sind sie so Stück für Stück aus unserer Natur verschwunden. Bis dann Anfang des letzten Jahrhunderts, so um die 1920er Jahre, die letzten beiden Wisente in freier Wildbahn gewildert und damit wirklich in freier Wildbahn auch ausgerottet waren. Wer jetzt aber denkt, dass sich die Wisente dadurch unterkriegen lassen, hat weit gefehlt, denn einige von ihnen haben in Zoos und privaten Wildgehegen überlebt. Und durch internationale Anstrengungen, durch Zucht- und Wiederauswilderungsprojekte und auch einen strengen rechtlichen Schutz in fast ganz Europa konnte sich die Art jetzt Stück für Stück erholen. Und heute haben wir sogar wieder über 6.200 freilebende Wisente in freier Wildbahn. Statt tragisches Symbol für das Artensterben zu sein, sind sie deshalb eigentlich für uns so ein Sinnbild für erfolgreichen Artenschutz. Und es zeigt uns auch, dass man durch gemeinsame internationale Anstrengungen Arten wirklich vor dem Aussterben retten kann und wie beim Wisent sogar wieder zurückholen kann. Ja, das ist ja wirklich eine besondere Geschichte. Wir vom WWF setzen uns natürlich für den Artenschutz ein, auch bei den Wisenten. Aber ein bisschen so eine provokante Frage ist ja, warum brauchen wir überhaupt die Wisente in unserer Natur? Also warum setzen wir uns dafür ein? Und dafür zeige ich auch nochmal hier eine Abbildung. Also mir würden
da drei Punkte einfallen. Zum einen finde ich persönlich, wie sind dann einfach tolle, schöne, einzigartige und faszinierende Tiere, die zu unserer heimischen Artenvielfalt gehören und auch laut europäischem Recht ein Recht darauf haben, zu uns zurückzukehren. Aber jetzt so aus Perspektive der Natur gesehen, wie sind da zum einen richtige Ökosystemingenieure. Wiesente haben nämlich einen enormen Appetit. Die essen ausgewachsene junge Bullen essen bis zu 60 Kilogramm am Tag, wohlgemerkt alles vegetarisch. Und mit diesem Appetit formen sie die Landschaft um sich herum. Also sie halten, wie man hier sieht, Heiden und Wiesen offen, schaffen in Wäldern zum Beispiel Lichtungen und Sonneneinstrahlung bis zum Boden. Und dadurch sieht man hier auch auf dem Bild, dass viele verschiedene Arten davon profitieren und in diesem vielfältigen Lebensraum auch für sich Lebensraum finden. Andererseits zeigt die Grafik auch sehr schön, dass die bloße Anwesenheit des Wiesens schon Artenvielfalt erhöht. Man sieht hier zum Beispiel rechts in der Ecke den Dung des Wiesens und dass darin Pilze und Insekten kurzfristig Lebensraum und sogar Nahrung finden. In der Döberitzer Heide hier bei mir um die Ecke hat man vor kurzem sogar einen Pilz gefunden, der eigentlich schon seit 170 Jahren als ausgestorben gilt. Und im Dung der Wiesente ist er jetzt wieder entdeckt worden. Und genauso zum Beispiel hier mit den Sandbädern, was man so in der Mitte auf der linken Seite sieht. Wiesente lieben es nämlich, sich im Staub zu wälzen. Und durch ihr enormes Gewicht schaffen sie dadurch Sandkohlen. Und darin wiederum finden zum Beispiel Eidechsen Platz, um selber ein Sonnenbad zu nehmen. Oder Insekten legen darin Eier ab. Auch das Fell vom Wiesent ist total interessant. Oben in der rechten Ecke sieht man Brutvögel, besonders Kohl- und Blaumeisen, nutzen das Fell vom Wiesent, wenn der im Winter sein Fell wechselt, für die Isolierung und Wärmung ihrer Nester, also damit ihr Nachwuchs warm gebettet ist. Und am Fell des Wiesents bleiben auch sehr oft Samen hängen, die sich dann von den Wiesenten über Kilometer transportieren lassen, irgendwann abgestreift werden an einem ganz anderen Ort und sich dadurch an einem anderen Ort weiterverbreiten können. Das heißt, Wiesente tragen durch ihre bloße Anwesenheit auch zur Artenvielfalt bei. Okay, danke dir. Also der Wiesent leistet einen wichtigen ökologischen Beitrag, wenn er denn wieder in der Natur lebt. Noch, du hast schon erwähnt, wie viele Wiesente es insgesamt gibt. Wie ist denn jetzt der aktuelle Gefährdungsstatus von Wiesenten? Ja, da gibt es auf den ersten Blick erstmal eine gute Nachricht. Und zwar hat die Internationale Naturschutzunion, kurz IUCN, in ihrer anerkannten roten Liste den Wiesent 2020 von gefährdet auf potenziell gefährdet hochgestuft, was ja erstmal eine gute Nachricht ist. Das heißt aber für uns Artenschützer noch lange nicht, dass die Wiesente jetzt unseren Schutz nicht mehr brauchen. Weil es gibt nach wie vor, früher wie heute, Faktoren, die das Überleben der Art in freier Wildbahn gefährden. Dazu zählt noch immer die Zerstörung und die Zersplitterung ihres Lebensraums, eine geringe genetische Vielfalt, weil ja alle Wiesente, die heute leben, auf die wenigen Wiesente zurückgehen, die damals in den Zoos und Gehegen überlebt haben. Und durch diese geringe genetische Vielfalt sind sie auch anfälliger für Infektionskrankheiten und zum Beispiel den Befall durch Parasiten. Und was für uns noch immer besonders wichtig ist, ist, dass es auch vielerorts manchmal an der Akzeptanz der Menschen fehlt, dort, wo die Wiesente zurückkehren. Man sieht es ja jetzt im Rothaargebirge, wo eine Herde ausgewildert wurde und zwei Waldbesitzer vor Gericht gezogen sind, weil sie durch ihren Appetit ab und an auch mal die Rinde von Bäumen anknabbern. Und daran müssen wir zuallererst arbeiten. Super, vielen Dank, Nina. Das leite ich jetzt mal über in den praktischen Teil. Und zwar ist ja heute Ola hier, die bei der ZDP in Polen arbeitet, wo tatsächlich auch Wiesente in freier Wildbahn leben. Und Ola, ich glaube, auch hinter dir sind schon Wiesente zu sehen, oder? Sehe ich das richtig? Du musst einmal dich entmuten, unten links hier. Hallo, jetzt? Ja, perfekt, ja, genau.
Das ist unser kleiner Herde, steht dahinter. Bei uns regnet heute und sieht nicht so interessant. Aber sieht man das, wie tief und wie sieht das so schon, ja? Gar nichts gesehen, sie sind gar nichts trocken, sie sind ganz nass, ja, ein bisschen nur. Ja, ich arbeite im Westpommer Naturgesellschaft. Wir haben auf unserer Region über 40 Jahre Wiesende und haben von unserer, wir kümmern sich von über 350 Stücke in 12 Herden in drei Schonvoiwodschaft. Das sind nicht nur in Westpommern, aber in Großpollen und Lubuskie-Woiwodschaft. Das ist schön geteilt. Also ihr betreut quasi, ich habe es nicht ganz verstanden, über 300 Wiesente bei euch in eurem Genau. Bereich, oder? Ja, diese über 350 Stücke Ja. Freilebende in drei Woiwodschaft. Okay. Und ihr habt jetzt ja auch hier welchen so ein Wildgehege, wo man Wiesente auch sehen kann. Aber wo kommen die her? Hattet ihr quasi eine Ursprungspopulation, aus die ihr die anderen Wiesente gezüchtet habt? Oder wie hat das funktioniert? Müssen wir schon das ist zweigründlich, weil diese, welche haben Gehege, das ist alles gezäunt und sie bleiben bis Ende seines Lebens bei uns, meine diese Erwachsene. Und sie sind von anderen Gehege, welche hat auch gezüchtet. Aber diese Freiwillende, welche kümmern wir sich, kommt im 1980 von Białowieża. Und in 90er Jahren haben wir zweimal auch von Białowieża und Borecka Forest die frische Blut gegeben. Das könnten wir schöne Stücke und gesunde Population zu haben. Okay, das heißt sozusagen, die Tiere gehen aus relativ wenigen Individuen hervor, aber ihr sorgt dafür, dass die genetisch gesund bleiben, indem ihr neue Tiere auch dazu nehmt. Ja, und Entschuldigung, diese Ja. Kleine, wo sieht das auch schon da hinten, welche sind bei uns geboren, geht auch wild. Okay, das heißt, ihr züchtet die quasi und lasst Ja, sie dann ja, in die ja. Freie. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal auf eure Karte, denn die ZDP hat eine Karte, die man online einsehen kann, wo man schauen kann, wo die Wiesentherden, die ihr quasi betreut, leben. Also hier zur Einordnung ist Berlin, hier ist die Grenze. Und Ola, kannst du einmal erklären, was man hier auf der Karte sieht? Ja, auf dieser Karte sind zwei Punkte, helles und dunkel. Eine sind Bülle, diese voll rotig, das sind Bülle. Und diese, warte, Samice. Ja, in dieser Karte ist nur die Weibchen, aber könntest du drücken auf diesen blauen? Ja. Das zeigt das auch schon. Das hier? Auf Karte, ja, auf Karte, siehst du? Und Ja. jetzt zeigt das auch schon, dass die wie Bülle wandern. Das sind von letzter Beispiel 2 Jahren. Wie wandern und in welchem Punkt kann man das auch schon in unserer Region zu sehen? Okay, das heißt, ihr sitzt wahrscheinlich hier, hier sind die Herden. Und jetzt sieht man ja auch, Ja. dass hier teilweise Tiere in der Nähe der deutschen Könnte Grenze sein. sind. Wie dicht sind die denn Aber ungefähr? das Ja. ist Bülle, ja? Diese Danke. Symbol, das sind Bülle, das muss man das auch schon sagen. Ja. Wie ist das von der Grenze? 100 Das heißt, Kilometer? Nicht ganz. Nicht ganz. 50? 50 Kilometer. Das heißt, hier dieser rote Teil, das wäre quasi die aktuelle Wiesentherde, die relativ dicht an der deutschen Grenze ist. Das hier war nur Ja, mal das ein sind Grund. auch das sind Gojuf-Herde und da sind 4 Stücke. Und in lange Zeit, nicht lange, das ein paar Jahre dauert, wenn sie werden näher von euch. Denke, dass 5 Jahre werden in dieser Umgebung das auch schon lassen, ja, bleiben. Okay. Ja, muss man natürlich dann eh sehen, wie sich die Wiesente weiter verbreiten, wie das weiter abläuft. Aber ihr könnt natürlich diese Karte nur sehen, weil ihr die Wiesente besendet. Ja, genau. Ja, genau. Besendet ihr die Wiesente nur, um diese Karte zu erstellen, oder warum findet das statt? Das sind zwei Gründe. Für diesen wir als Mitarbeiter könnten wir auf Handy sehen und auf unser PCs, wenn haben wir extra Programm.
Und die Leute, welche möchten wissen, wo das auch schon, ja, könnten das auch schon auf diesen Applikationen gehen. Habe ich schon eine, ich weiß nicht, ob das gut sieht, Er ist ein aber bisschen dunkel, ja. auf jede Karte, das ist ein Antritt, ist ein Zeichen und ist immer das auch schon die Linkseite. Und wenn jeder hat Interesse da finden, da kann man das auch schon zu sehen, ja. Aber das ist nicht das direkt, sondern das ist Fläche, welche könnten das so treffen, aber nicht direkt zu sehen, ja. Das geht um diese Sicherheit für Tiere. Ja, natürlich muss auch die Herden schützen, nicht alle immer wissen, Genau, da geht was nur, man immer nehmen. dass nur die Leute wissen, dass in dieser Umgebung sind, könnten da zum Beispiel in der Straße die Unfall sein oder könnten da treffen, ja. Aber das ist sicher für Tiere, dass die Leute geht nicht direkt zu ihm und da werden nicht stören, ja, die kleinen Ameisen, das auch schon, ja. Ja, das ist natürlich auch wichtig, der Schutz der Tiere geht da vor. Ihr macht ja auch immer tolle Bilder, die ihr mit uns auch teilt. Hier haben wir zum Beispiel Danke. eine Besenderung. Ja, das ist eine Kuh, welche haben wir besendet. Da sieht man, dass drei Personen muss man das auch schon helfen. Und da müssen wir relativ schnell machen. Weil die Narkose, die Betäubung ist nicht, dauert nicht so lange, müssen wir wirklich schnell wach machen, diese Tiere. Und müssen wir so fachlich machen, die müssen das machen. Das ist auch, da muss man das nicht gefährlich für Tiere sein. Da darf man das auch nicht für gefährlich so sein. Da müssen wir da muss man eine Luke haben, ja, da könnten das so Tiere atmen. Aber so dicht, das könnten das so nicht, um Beispiel um Nest oder um Baum irgendwo zu hängen, ja. Ja, ich habe mal, wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch so, dass ihr in der Regel nur die Kühe besendet. Ja, am meisten, das ist Kuh, obwohl im Interreg-Projekt Los Bonassos haben wir die besendet ein paar Bullen, welche sind wirklich problematisch. Warum ist das problematisch? Das geht um diese Geschichte von Leblos, wenn geht neben von Grenze und könnte das geht zum anderen Seite, da könnten das auch schon wissen und könnten wir deutsche Seite schon sagen, das ist unser Bulle, ist in ihrer Umgebung, eventuell können wir betäuben, schieben schon wieder nach Polen zurück und da geht nur um Schutz von Tieren oder deutsche Seite zu informieren. Genau, das Entschuldigung, Leonie, das wollte ich Nee, vorhin cool. auch sagen, weil als du die Karte gezeigt hast, hat man eben einen Bullen auch gesehen, der auf der deutschen Seite eingezeichnet war. Und das war eben der Wiesentbulle, der 2017 auch vom Team von Ola war und der durch die Oder geschwommen ist nach Libus in Brandenburg und dort leider schon nach wenigen Stunden erschossen worden ist. Und das hat uns eben gezeigt, okay, wir haben durch die lange Abwesenheit der Tiere jetzt verlernt, mit so großen Tieren zu leben. Wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die Behörden und die Verantwortlichen vor Ort sind auch gar nicht ausgestattet und auch haben das Wissen nicht, wie man mit den Tieren umgeht. Und genau, das war so der Auftakt für uns mit Ola zusammenzuarbeiten, also mit der Westpommerschen Naturgesellschaft, aber auch mit dem Zentrum für Agrarlandschaftsforschung im Projekt LEAD und der Humboldt-Universität, um diese Rückkehr der Tiere zu begleiten. Und das eben in dem Projekt Wash Bonassus Crossing. Dazu vielleicht noch mal eine Zwischenfrage. Und zwar wird gefragt, warum die Wisente denn gezüchtet werden und dann freigelassen werden und ob sie sich nicht in der Wildnis von selbst Warum? vermehren. Ja, bitte sehr. Genau. Das ist sehr einfach. Wir haben eine Bülle. Und wenn sowieso ist enge Pole von Gen von Wiesent. Und wenn wir haben wenn haben wir nur eine Bulle und der Vater nimmt Kind macht Kind für für seine Tochter, das ist auch ungesund für Population, das ist eins. Und zwei, wenn das ist Bulle, da könnte das so kämpfen und könnte größere Schäden für unser Gehege machen. Ja? Da möchten wir überhaupt keiner. Darüber, wenn ist circa ein Jahr alt, diese Kälber ist so genug groß, dass er könnte alleine essen und könnte das auch schon im Herde adaptieren, aber ist so klein,
Ja, das ist noch klein, das ist noch Baby, dass die Herde, die Freiwilligen der Herde akzeptieren und adoptieren diese Tiere als klein Baby und kümmern sich, ein Schutz um diese Tiere. Und das ist wunderbar, das haben wir kein Problem mit Adaptation und diese Kleine ist sofort ein Mitglied von neuer Herde. Und generell, genau am Anfang habe ich ja schon erwähnt, dass Wiesente in freier Natur ausgerottet waren und nur in den Tiergehegen und Zoos überlebt haben. Das waren damals ungefähr 54 Stück. Und dann diese 54 Tiere hat man nochmal untersucht und dabei kam raus, dass alle von 12 Gründertieren abstammen. Und dadurch, dass eben diese genetische Vielfalt verloren gegangen sind, dadurch, dass wir sie in freier Wildbahn ausgerottet haben, sind sie sich eben noch sehr ähnlich genetisch gesehen. Und durch eine Nachzucht, die sehr reguliert und kontrolliert und wissenschaftlich basiert abläuft und international auch ja, koordiniert wird, kann man es eben schaffen, mehr Vielfalt wieder zu kreieren und von Viola auch schon sagte, dann ja, immer wieder zum Beispiel Tiere von anderen Herden mit reinbringt, um eben die genetische Vielfalt wieder aufzubauen. Ja, danke euch, wir haben jetzt ja auch schon ein bisschen über die Herausforderungen, wir haben jetzt schon so angeschnitten, die auf einen zukommt, wenn Wiesente in freier Wildbahn leben, angesprochen, dieser Wiesente, der die Grenze überschritten hat. Und Ola, so wie ich das verstanden habe, habt ihr als ZDP eine Wiesent-Notfalltruppe, die eingreifen kann, wenn es brenzlig ist. Ja, genau. Das bedeutet, ich habe schon gesagt, wir haben über 350 Stücke, welche kümmern sich. Wie das so Landschaft sieht, ist wirklich viel Schnellstraße. Haben wir viel Baufelder. Und wenn irgendwo passiert mit Wiesent oder wenn sie geht auf Bauerfeld oder wenn ist Unfall, wir wirklich schnell reagieren. Leute wissen, dass wir helfen, rufen zu uns, zu Notanruf. Und um jeden Tag, ob das ist Feiertag, ob das ist Nacht jeden Tag und Nacht könnten zu uns anrufen und sie wissen, dass wir helfen. Egal welche ist das auch schon, ja. Wichtig ist, wenn es Unfall, wir fahren in der Nacht. Aber wenn unser Wissen stehen das auch schon. Die Herde stehen schon auf dem Feld in der Nacht und ist dunkel. Wir reagieren nicht, weil es zu dunkel. Könnten wir mehr Schäden machen? Machen wir alles, wenn es Licht. Ja, ich habe dazu auch noch ein Bild von eurem Einsatz. Also das kann teilweise auch so sein, dass ihr die Wiesente dann wieder woanders hinbringt. Ja, ja, genau. Hier ist ein schönes Bild. Sieht man, dass so schon vier Personen von Notruf, vier Männer und ein Mann mit Handy. Und das ist ein Bauer und Wiesent war bei ihm auf Feld. Sieht man, dass er macht Fotos. Am meisten diese Leute helfen uns. Packen, ja, das ist über 120 Stücke, diese junge Kuh. Das ist Kuh. Und muss man das auch vernünftig in diese Transportkiste reinstecken und muss man das auch vernünftig haben, ja? Und Bauer oder die Leute, welche rufen zu uns, helfen. Und mehr Wissen um diese Art und durch das bauen wir Akzeptanz zu diesen, Tieren. Und das, was ist sehr wichtig, am Anfang, wenn sie rufen, sind sie sauer und sie sagen, oh, nimmst du diese böse, schlechte, die große Tiere. Aber am Schluss, sie sagen, oh, das ist auch mein Wissen und rufen das auch schon und fragen, wo ist und was ist los, weiter mit ihm, ja. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, Akzeptanz. Und wie sieht das aus? Erhalten die Bauern oder Waldbesitzer auch Entschädigungen, wenn die Wiesente Schäden anrichten vor Ort? Wir haben ein, im polnischen Jura ist es ein bisschen anders. Wenn das Wiesent macht diese Schäden, bekommt die Leute Schädegeld, weil das ist Schutztier. Im Wald, das ist in unserer Regierung, unsere Herde machen 0,00
5% dieser Schäden und das ist gar nichts, das auch schon, ja, das ist alles Akzeptanz. Und das, was muss, das muss das auch schon klar sein, Wälder in Polen gehört zur Stadt und Wiesent gehört zur Stadt. Das Stadt bezahlt nicht sich selber diese Schädegeld, weil das alles gehört zu einem. Und darüber ist ein bisschen andere bei uns wie bei euch in Deutschland. Genau, bei uns in Deutschland ist es ja ein bisschen anders geregelt. Also zum einen haben wir nicht so viel staatliche oder Wälder, die in staatlichem Besitz sind, sondern sehr, sehr viele private Wälder. Und in Polen ist, wie gesagt, wie Ulla gesagt hat, dadurch auch die Schadenskompensation über die Staatskasse geregelt. Und bei uns in Deutschland braucht es sowas auf jeden Fall auch, sollten die Tiere wieder zurückkehren. Im Rothaargebirge haben wir ja schon eine Herde von ungefähr 26 Tieren. Und dort werden auch Schäden angerichtet an Wäldern, vor allem Buchen. Und es wurde aber sofort ein Schadenskompensationsfonds eingerichtet, wo verschiedene Landkreise, das Land und auch wir als WWF einzahlen. Und der Trägerverein, die Wiesentwelt Wittgenstein, die Tiere dort unten ausgewildert haben, kompensieren die Schäden für die Bauern da, über diesen Fonds. Danke, Nina. Ja, Olaf, was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass ihr die Wiesente, euch um die Wiesente kümmert, die im Notfall wieder zurückholen könnt, die vermehrt. Aber ihr müsst natürlich auch mit der Bevölkerung in Kontakt treten, dass die quasi bereit dafür sind, dass die Wiesente da leben und eine Akzeptanz entwickeln. Ja, was, darüber haben wir diese Gehege, wo wir sind in diesem Moment. Darüber haben wir diese kleine Herde, wo sie dahinter. Und die Leute, welche möchten, dass sie schon zu uns mehr wissen, sie kommen zu uns und reden. Ja? Und das ist kein Vorschlag mit jeder persönlichen Rede, mit jeder Person ist ganz anders. Ja? Wir hören ihm, wir reden mit ihm und erklären, wie ist mit dieser Art das auch schon. Ja? Und das ist ein bisschen andere Denkung das auch schon. Ja? Das geht nicht immer so sofort. Ja? Da muss man zeigen und das muss man da so streichen. Ja? Ich habe sehr wichtig eine sehr wichtige Sache nicht gesagt. Diese Herde kann man, Nina weiß das sehr gut, diese Herde kann man von Hand füttern, kann man das so streicheln. Sie hat Name, sie rufen das auch schon, sie reagieren das auch schon auf Name, ja, und sie schön Fotobilder machen. Und das ist auch diese, durch das bauen wir diese Akzeptanz für Tiere, ja. Ja. Dafür sind so Gehege natürlich sehr wichtig. In freier Wildbahn sind die Tiere aber eher so, dass sie Abstand halten und in den Wäldern bleiben und es eher schwierig ist, sie zu beobachten. Das ist sehr wichtig. Wir haben Beispiel große Gruppe, das ist Sommerzeit. Und die Leute erzählen, dass Beispiel auf Militärplatzübung oder von anderer Seite zeigen, dass Bilder von diesen Tieren und andere sind interessant und sind ein bisschen eifersüchtig. Das geht um Mentalität, ja. Oh, ich habe diese andere hat Wissend gesehen, freiwillig und ich nicht. Warum? Und diese Neid, diese Mentalität, Bauer, dass sie meckern nicht so wie ist in Polen. Aber Akzeptanz und okay, in Ruhe, ich höre, was könnte da so treffen. Ich mache auch Fotos, ich schicke auch auf Facebook oder auf Instagram, ja. Und andere werden auch beleidigt, dass ich habe persönlich gesehen. Das muss man da so diesen Richtung auch gehen, ja. Und Ola, ich glaube, in Polen ist ja der Wiesent sogar sowas wie so ein heimliches Nationaltier. Ich war schon ein paar Mal bei euch und wenn man dann zu euch fährt, das sieht man an den Häusern, riesige Bilder ja. Von Wiesenten, auf ja. Wappen sind die Wiesente. Und das finde ich auch immer sehr beeindruckend, dass ihr das ja auch einen gewissen Stolz auf eure Leistung habt, weil ja viele der Auswilderungsprojekte in Polen gestartet sind.
Ja, auch. Und auch 40 Jahre, wenn wir haben diese, wir sind da in Westpommern, wir haben erwachsen mit diesen Tieren, ja, und immer suchen und immer erzählen. Und das ist ein bisschen Generation, welche mit Milchmütter hat auch diese Akzeptanz getrunken. Und muss man das auch bei euch ein bisschen so sein, ja? Das ist anders, diese Treffen oder auch hat mir die Kartoffel gefressen, ja, oder mein Opa, Oma hat gefressen, oder hab ich, muss ich hau ab, weil ich Wiesent gesehen, oder das durch diesen Angst ist Lob, das habe ich gesehen, ja, das ist Mentalität einfach. Ja, ich glaube, das führt uns auch gleich schon zu meiner nächsten Frage. Also es ist ganz wichtig, dass man so eine Sympathie entwickelt für die Wisente und die Bevölkerung, die akzeptiert. Nina, was machen wir denn hier in Deutschland, um die Rückkehr der Wisente zu begleiten? Ja, für uns ist es sehr wichtig, dass der Schutz für die Wisent nicht an nationalen Grenzen endet. So wie Ola es auch schon gesagt hat, könnten die Tiere aus Westpommern, wir haben ja die Karte gesehen, die nächste Herde ist, glaube ich, nur 40 Kilometer, ich habe es mal nachgemessen, von der deutschen Grenze entfernt. Und die könnten jetzt Stück für Stück auch Richtung Deutschland und zu uns wandern. Und dafür müssen wir uns vorbereiten. Und deswegen haben der WWF zusammen mit der Organisation von Ola, aber auch mit dem Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und der Humboldt-Universität und auch einer Gemeinde aus Polen zusammen ein Projekt gegründet, das EU-Interreg-geförderte Projekt Washburnasses Crossing, von dem wir auch schon oder das wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Und unser Ziel ist es, die Rückkehr zu begleiten und ein möglichst friedliches und konfliktfreies Zusammenleben zwischen Mensch und Tier ja, zu unterstützen. Und dafür braucht es natürlich sowohl Artenschutzmaßnahmen auf der einen Seite, um die Wisente zu schützen, es braucht aber unbedingt auch auf der anderen Seite Lösungswege, die auch für die Menschen funktionieren, die in den Gebieten leben, in denen die Wisente zurückkehren. Und deswegen ist unser großes Ziel durch diese deutsch-polnische Kooperation, weil wir ja auch schon viel von den polnischen Kollegen lernen können, Lösungswege zu finden, die sowohl für den Wisent als auch in Einklang mit den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen bei uns funktionieren. Ja, danke dir. Ich glaube, wir hatten jetzt noch eine Frage reinbekommen. Ja, genau. Und zwar, Ja, ob man abschätzen sehen Sie, kann. Entschuldigung. Ja, Ja. ah, jetzt sieht man die gerade. Sie sind. Ja. Die Hubschrauber und sie sind sofort los. Ja. Ja, Oh. und hacken das auch schon. Das ist ganz normal, ja. Ja, man hört den Sie hat Hubschrauber so ein Angst, das auch schon bisschen. von diesen, ja? Ah, okay. Ist Los. das da gerade ein Bulle? Weil da so ein Ja, größerer. das war Bülle. Ja, das war Danke. sofort Bülle. Das ist ja schön, dass man die nochmal Ja. sieht. Sehr gut. Genau, dann zu der Frage zurück, und zwar, ob man abschätzen kann, wann und wie viele Tiere nach Deutschland kommen und ob jetzt gleich eine ganze Herde direkt kommt oder sind es Einzeltiere? Ich denke, dass zuerst könnte das auch schon die Bulle sein. Einzeltiere. Da muss man die stellen, dass Herde gehört zu Weibern, zu Kühen. Und wenn sind drei Stücke, Beispiel Kuh, Bulle und ein Kälber, das ist für uns, das ist schon Herde. Und ich denke, dass zuerst werden ein, zwei Stücke und dazu später eine Bulle. Wann? Schwer zu sagen, ja. Und Werde nicht sofort, ganz ruhig, ja, da werden nicht sofort 100 Stücke zu euch ankommen, langsam, das geht nicht so schnell, nee, nee, nee. Auch genau, die sind gut, ja, sind gierig. das wollte ich auch gerade sagen. Ola, ihr habt ja, du meintest, ihr habt 1980 mit den ersten Auswilderungen Ja. angefangen, ne? Und das waren ja damals eine Herde mit wenigen Tieren. Und Ja. jetzt, 2020, habt ihr um die 330 Tiere, Ja. glaube ich. Ja. Genau. Und daran sieht man, ja, wie so eine Verbreitung funktioniert. Und man sieht auch an Karten von Ola und Team, dass die Tiere sich auch räumlich ausbreiten und dadurch natürlich auch näher an die Grenze rücken.
Aber jetzt am Anfang, pro 1000 Kilometer, ja, Quadratkilometer, war fast 5 Stücke. Und jetzt pro 1000 Kilo, gleiche Anmasse, das war auch meine Präsentation, ist 1,4 Stücke. Das geht, ist nicht so dicht, wie wir haben das auch schon am Anfang gedacht. Ja? Diese Tiere finden für sich selber ein Stück, welche fühlen sich voll. Und sie haben wir im Grenze, darüber haben diese Notruf. Und wenn sie geht ein bisschen raus, da schieben zurück. Und sie kennen seine Grenze und da stehen das auch schon. Ja? Und wenn es zu dicht, geht ein bisschen anders. Wo dürfen das auch schon zu sein? Und wie diese Goschufkerde, wo ist am nahe von deutscher Grenze, ist 4 Stücke. Das ist auch Herde, das auch schon. Ja? Dort ist nicht 100, sondern 4 Stücke genau. Das heißt, könnt ihr quasi ein bisschen das in eine Richtung lenken, wohin sich die Wisente bewegen oder wie die sich verteilen, oder passiert das quasi Sie teilen völlig? sich alleine. Sie teilen sich alleine, weil da muss man das auch schon, da müssen wir ganz einfach und deutlich sagen. Wo sind die Frauen? Drei Frauen ist immer Streit. Im Menschen ist auch. Und in Tieren ist auch so ähnlich. Und wenn sind zwei Kühe mit Charakter und sie möchten da so schon Chefin sein oder die alles im Griff haben, dann immer streiten sich und teilen diese Herde. Und darüber geht in zwei verschiedene Teile. Und immer teilen sich und sie geht ein bisschen weiter und ist neue Herde. Das ist so einfach. Das Gott sei heißt, Dank, Gott sei Dank verstehen wir uns, wir vier Mädels. das heißt sozusagen, niemand hier beeinflusst, wohin die Wisente wandern. Die entscheiden das selber, bloß wenn es gerufen werden sollte, dann kann man einschreiten. Ja. Ja, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Ich glaube, wir haben eine Frage. Ja. Und zwar haben wir schon gehört, dass das mit den Krankheiten bei den Wisenten so ein Problem ist. Und hier kam noch die Frage auf, ob die Tiere zum Beispiel, wenn sie besendet werden, auch untersucht werden oder ob sie generell in regelmäßigen Abständen auf Krankheiten gecheckt werden. Wir haben regelmäßig auf diese Krankheit getestet. Wir regelmäßig diese Urine sammeln und schicken zu Labor. Und Gott sei Dank, in diesem Moment haben wir keine große Krankheit. Wir haben in unserem Team auch Tierarzt und Fachleute. Wenn irgendwo passt nicht, das informieren und unser Tierarzt fährt und macht das auch, beobachtet diese Stücke. Diese wilden Tiere oder unser auch hier, Herde, wenn irgendwo passiert mit diesen Tieren, müssen wir immer betäuben. Aber Herde kümmert sich das auch schon, kümmert sich um diese und sind gefährlich für uns. Ja? Und wenn es wirklich Notruf, das helfen das auch schon. Aber das ist total seltsam. Wir haben Tiere mit gebrochenen Beinen, das sind Junge, und sie hat alleine festgehalten. Ja? Mit einem großen Tumor, das war draußen, sie hat lebt, wir haben das auch schon beobachtet, noch 5 oder 6 Jahre und hat gestorben in andere Krankheit. Ja? Wir beobachten und Gott sei Dank haben wir keine großen anderen Krankheiten. Danke dir. Wir Okay, haben ja noch eine gerne. erhobene Hand. Ich versuche meine Sprecherlaubnis zu geben. Ich werde mal gucken, ob es funktioniert. Hallo? Ah, hört man mich? Ja. Hallo, hallo. Alexandra Schollheimer-Scheuche, ich bin die technische Projektleiterin vom Auswilderungsprojekt der Wisente in den rumänischen Karpaten, Südwestkarpaten. Und Hallo. habe davon von diesem Meeting erst gestern erfahren. Habe mich jetzt gleich dazu entschlossen, hier beizutreten. Und würde noch gerne darauf hinweisen, wir haben ein Best Practice Guideline, also so eine Art, ich kann nicht mehr so gut Deutsch, seit ich hier lebe, so eine Art kleinen Führer zusammengestellt über unser Ausbildungsprojekt mit vielen Informationen und eben auch Lessons learned, die wir über die 5 Jahre gelernt haben, weil wir haben auch einige Sachen sozusagen verkehrt gemacht am Anfang, weil wir die Erfahrung dazu nicht hatten, weil es weltweit eben wenige Projekte gibt.
Und mittlerweile haben wir aber eine, sage ich mal, eine fundierte Erfahrung auch in dieser Auswilderung, auch dieser Prozess, den die Frau, ich weiß jetzt nicht mehr, der Name aus Polen. Alexandra Smaga, meinst du? Oder ja. Ola, wir nennen sie immer Ola, ja, genau. Bei uns ist es eher so, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir nicht Einzeltiere auswählen, das haben wir am Anfang auch gemacht, da ist die Mortalitätsrate sehr hoch, vor allem bei Bullen. Im Prinzip, wenn eine Herde zusammenhält, also sozial formierte Gruppen vorher bestehen, ist es egal, ob es jetzt 3 Tiere sind oder 6, weil die Expansion dieser Tiere ist gleich. Und die, diese Sozialstruktur hilft ihnen eben, dass sie Menschen vermeiden, dadurch weniger Schäden verursachen und die leitende Kuh eben die Erfahrung weitergibt, die sie relativ schneller ansammelt als die anderen Tiere, eben in dieser Natur, in dieser wilden Natur zu überleben. Also das ist unsere Erfahrung. Wir wildern keine Einzeltiere mehr aus. Wir wildern auch, wir vermeiden Tiere zu nehmen, in die aus zoologischen, also Gärtentierzonen kommen, weil die eben zu habituierter Menschen sind. Wir arbeiten zusammen mit dem Wiesengehege in Springe. Ja. Und ja, wir haben die Erfahrung eben gemacht, dass wenn wir die Tiere 6 Monate, 7 Monate so weit isolieren, vorher schon im Wiesengehege in Springe, dass wir den größten Erfolg bei der Auswilderung haben. Ja, dort ist ein bisschen anders, weil Thomas Henning, wir waren bei Thomas, haben ganze Zeit Kontakt. Das sind verschiedene Tiere von Tierpark oder Tierpark Wildpark. Und sie brauchen diese Adaptation, um diesen kennenzulernen. Ja? Aber wir reden um ganz Wildes. Und diese Wildes teilen sich, um am meisten gehen 3, 4 Stücke das auch schon drin. Ja? Und muss man das schon langsam, wir möchten das auch nicht, Brandenburger oder Sachsen, nicht erschrocken, dass 100 Tiere sofort geht, sondern langsam ein Kammer zu Tiere zu sehen. Ja? Das ist so. Aber mit Thomas ganze Zeit zusammenarbeitend und alles geht gut. Aber ja, für deine Antwort, ja? Ja, und vielen, ja, vielen Dank auch für den Hinweis auf die Guidelines. Ja. Die kennen wir natürlich, weil das Projekt ja auch mit dem WWF dort zusammen durchgeführt wird. Und kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, weil es wirklich tolle Einblicke in die Lessons Learned des Projektes gibt. Und ich finde es ja von euch auch sehr, sehr beeindruckend, weil ihr es auch geschafft habt, die Bevölkerung vor Ort auch sehr intensiv mit einzubinden und den Ökotourismus da auch mit anzufeuern. Und einer Gegend, wo es eigentlich wenig Infrastruktur und Einnahmequellen gibt, da auch eine neue Perspektive zu geben. Ja, es geht relativ langsam voran. Also da ist noch viel Arbeit, das war so der erste Ansatz. Aber da ist noch viel zu tun. Vor allem genau in dem Bereich eben, um diese die Toleranz eben zu erhöhen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was Konflikt angeht, weil Konflikte wird es immer geben. Das kann man nicht vermeiden bei solchen Tieren. Und da muss man irgendwie die lokalen, die Einheimischen da mit einbeziehen, sehr stark mit einbeziehen. Ja, vielen Dank dafür. Wenn das in Ordnung ist, würde ich den Link, den du mir geschickt hast, in unser Infopaket mit reinpacken, dass Interessierte das auch sehen können, wenn das ja, gerne. Super. Ja, mache ich. Unsere Zeit für heute ist eigentlich schon abgelaufen, deshalb diejenigen, die weiter müssen, dürfen gerne weiter natürlich. Und ich würde sagen, wir beantworten jetzt aber noch die Fragen im Chat, oder? Ja. Wir haben eine noch, und zwar, ob etwas über Interaktion mit Wildkarnivoren bekannt ist. Ola, habt ihr da irgendwie Erkenntnisse, ob es irgendwie zum Beispiel mit Wölfen oder Luchsen Interaktionen gibt? Weißt du, habe ich nicht gehört, habe nur gehört von unseren Teams, wenn irgendwo ist kleines, krankes, das fressen das auch schon, ja, das ist Attack. Aber normalerweise die Herde steht fest für diesen Kleinen und Wölfe haben Angst. Ja. Das ist unser, haben wir leider nicht auf dem Video oder ein Bild zu machen, aber habe nicht extra gehört, dass die Wölfe Attack machen oder so ähnliches, sondern ist alles im Grenze, ja. Kranke, Behinderte, das ist schon, ja. Rein prinzipiell ist es natürlich für
Wölfe möglich, so ein, wie du sagst, ein krankes Tier oder ein junges Tier auch zu reißen. Aber wie du auch sagst, gerade Wiesentkühe sind auch wehrhafte Mütter und so einfach trauen sich Wölfe dann auch nicht an die Herde ran. Nicht nur Mutter, sondern ganze Herde kümmern sich das auch schon, ja. Da muss man das auch schon auch kurz sagen. Ist eine, das ist eine Stadt oder und ist Chefin. Habebe, ja, das sind am ältesten, ist Krankenpfleger, Babysitter, Security, das ist ganze Funktion, das ist nicht so einfach, dass Wölfe haben keine Chance oder weniger Chance. Super, also wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, ich gucke einmal, ob wir noch ein Handzeichen. Doch, ich glaube, wir haben hier noch von Thomas Henning. Mein Sprecher lautet, hallo? Kannst du uns hören? Thomas ist derjenige, von dem wir gerade gesprochen haben. Ich kann gerade die Stummschaltung nicht aufheben. Thomas, wir hören dich noch nicht. Du müsstest unten dein Mikro anschalten. Ah, jetzt vielleicht. Perfekt. Ja, hallo Thomas. Ja, hallo Ola, hallo allerseits. Also ich bin Thomas Hennig vom Wiesentgehege Springe. Mir wäre eine Sache wichtig, wenn wir uns jetzt überlegen, dass irgendwann Wisente nach Deutschland kommen. Ganz anders als in Polen haben wir ein riesengroßes Problem. In Deutschland kennt niemand den Wisent. Wir sind jetzt unter uns und wir reden über Wisente. Das ist alles gut und schön und wir können über Genetik und Blutproben und Krankheiten noch 10 Stunden referieren. Was wir brauchen, ist eine Imagekampagne. Ja. Wir brauchen eine Imagekampagne. Und da müssen die Zoos, die Naturschutzorganisationen, wir müssten uns irgendwie mal zusammensetzen und wirklich ein großes Ding anleiern. Kein Mensch, wir in Springe, wir züchten seit über 90 Jahren Wisente. Wir haben 200.000 Besucher im Jahr und die Hälfte kennt die trotzdem nicht, obwohl sie da sind. Wir müssen eine Imagekampagne machen und die Tier vorstellen. Wir müssen mit diesen Ängsten aufräumen. Also das Beispiel Lebus, wir haben es ja schon gehabt, Nina, unsere einzige Reaktion ist Totschießen. Ich werde irre. Also weil wir nichts wissen. Die Behörden wissen nichts, die Menschen wissen nichts. Das ist ein Riesentier, die haben Angst davor. Und dann, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und zwar jetzt, wenn der Nächste wieder über die Grenze kommt, haben wir wieder irgendeinen Zauber. Wir müssen wirklich, der Wiesent muss sexy werden. Absolut, stimme ich dir total zu. Dafür haben wir auch unsere Leonie, die ja beim WWF auch dafür zuständig ist, jetzt Wiesent und auch Elch, genauso wie Wolf und Luchs, zu kommunizieren und an die Leute zu bringen. Und im Projekt Wasch Bonassus Crossing haben wir auch einen ganz großen Schwerpunkt auf der Öffentlichkeitsarbeit und der Akzeptanzarbeit. Wir arbeiten gerade an einer Broschüre, an einem Film. Wir wollen eine mobile Ausstellung machen. Wir haben übrigens auch Augmented Reality-Tiere gerade fertiggestellt, wenn da jemand Interesse hat. Das heißt, erweiterte Realität und man kann über das Handy virtuelle Wisente in seine eigene Umgebung holen. Da habt ihr, Thomas, ja uns auch sehr geholfen, zusammen auch mit dem Wildpark Schorfheide und Ola zusammen haben wir das Tier designt quasi mit einer Agentur zusammen. Aber wir machen auch zum Beispiel auch viel Arbeit mit den betroffenen Gruppen und beziehen die mit ein und versuchen auch zu informieren, damit eben der Überraschungseffekt damals wie in Lebus das nächste Mal nicht mehr so endet wie 2017. Ja. Und ich möchte auch euch sagen, dass Ärztekuh, welche ist in diesem Jahr im Wiesentgehege Springe geboren, nennt sich Nadeja. Hoffnung auf Deutsch. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Kleine Reminiszenz an euch Polen. Ja, genau. Da freue ich mich und danke noch einmal. Das ist doch eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Also es gibt auf jeden Fall Hoffnung und wir sind zuversichtlich und begleiten das Ganze und versuchen natürlich auch, die Bevölkerung mit einzubeziehen und den Wisent bekannter zu machen. Ich würde dann, wenn keine Fragen mehr sind, für heute das Gespräch beenden. Ich bedanke mich bei dir, Ola, für den praktischen Hintergrund und deinen Einsatz für die Wisente, genauso auch bei dir. Nina, vielen Dank für das tolle Gespräch und Samantha, danke für deine Betreuung der Kommentare.
Ja, nächstes Mal im Dezember wird WWF Insider nicht um den Wisent gehen, sondern um den Luchs im Bayerischen Wald mit unserem Luchsexperten Markus Schweiger. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind mit Fragen und viel Interesse. Und ansonsten ja, schicke ich uns dann in den Freitag und schon ins Wochenende. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke. An dich. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.